Nach Christian Lausch von den Freiheitlichen ist Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ am Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Bundesregierung, sehr geehrtes Hohes Haus. Ja, ich habe auch, wie viele hier im Raum, letztes Wochenende damit zugebracht, mir das Regierungsprogramm ein bisschen vorzunehmen und habe einigermaßen lange gesucht nach der Regel zum Nichtraucherschutz in der Gastronomie. Und ich konnte eigentlich lange nichts finden. Ich konnte nichts finden im Kapitel Gesundheit. Ich konnte nichts dazu finden im Kapitel Konsumentenschutz. Und warum konnte ich nichts finden? Deshalb, weil Sie als neue Bundesregierung den Nichtraucherschutz offenbar nicht als Gesundheitsthema betrachten, sondern vielmehr als rein wirtschaftliches Thema. Die Information findet sich also nicht, wie von mir erwartet, unter dem Kapitel Gesundheit, sondern unter dem Kapitel Standort und Nachhaltigkeit, wo zu lesen ist, im Sinne der unternehmerischen Freiheit dürfen Gastronomiebetriebe weiterhin Raucherbereiche anbieten. Ja, Nichtraucherinnenschutz als Wirtschaftsthema, nicht als Gesundheitsthema. Für mich ist diese Priorisierung und diese Prioritätensetzung mehr als zynisch. Aber vor allem, sehr geehrte Damen und Herren der ÖVP, es ist wenige Jahre her, als die damalige Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser, auch Ärztin wie ich, und ihr Gesundheitssprecher Erwin Rasinger, ebenfalls Arzt, sich nach 10 langen, intensiven, aber schließlich erfolgreichen Verhandlungen auf ein Rauchverbot in der Gastronomie geeinigt haben und das Gesetz hier in diesem Hohen Haus gemeinsam mit uns beschlossen haben. Und genau dieses Gesetz wollen Sie jetzt wieder rückgängig machen, obwohl, wie ich annehme, Sie es besser wissen oder zumindest irgendwann besser gewusst haben. 13.000 Menschen in Österreich sterben jährlich an den Folgen des Tabakkonsums. Das sind 36 Menschen pro Tag und seit Beginn dieser Nationalratssitzung bereits 12 Menschenleben, die wir hier auf das Konto des Tabakkonsums zu schreiben haben. Andere Länder haben das besser gemacht, seit vielen Jahrzehnten besser gemacht und das Rauchverbot in der Gastronomie umgesetzt und damit in ihren Ländern die Anzahl der Raucher und Raucherinnen halbieren können. Halbieren. Bei uns ist die Zahl der Raucher und Raucherinnen in den letzten Jahrzehnten unverändert konstant. Ihr Argument, Menschen könnten sich aussuchen, in welche Lokale, Restaurants, Bars sie gehen, zählt für mich als Ärztin nicht. Denn es geht zum einen um die Gäste, die dem krebserregenden Passivrauch ausgesetzt sind, aber vielmehr auch um die Beschäftigten in der Gastronomie. Die Kellnerin, die sich einfach nicht aussuchen kann, ob sie 8 und wenn es nach ihnen geht, bald 12 Stunden in einem verrauchten Lokal, in einer verrauchten Theke, in einer Bar hier arbeitet und bedient. Die Bevölkerung steht hinter diesem Rauchverbot und das beweisen nicht zuletzt 400.000 Unterstützungserklärungen der Kampagne Don't Smoke. Und das nur zur Information an die ÖVP, der Bürgerbeteiligung angeblich sehr wichtig ist. Und genau darauf gilt es zu schauen. Ich appelliere daher an Sie alle und ich appelliere hier insbesondere an die Abgeordneten der ÖVP, denn immerhin mehr als 20 der ÖVP-Abgeordneten von 2005, die das Gesetz mit uns gemeinsam beschlossen haben, sitzen noch heute hier in diesem Saal. Beweisen Sie uns, dass das bereits vereinbarte Gesetz, das Sie gemeinsam mit uns verhandelt haben, das Sie gemeinsam mit uns beschlossen haben, für Sie heute auch noch was wert ist. Beweisen Sie uns, dass die Gesundheit der Menschen dieses Landes Ihnen etwas wert ist. In diesem Sinne bringe ich den folgenden Entschließungsantrag ein, der Abgeordneten Dr. Pamela Rendi-Wagner, Kolleginnen und Kollegen, betreffend keine Aufweichung des Rauchverbots in der Gastronomie. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, die bestehende Regelung zum Nichtraucherinnenschutz im Tabakgesetz wie vorgesehen mit 1.5.2018 in Kraft treten zu lassen und keine Änderungen bzw. Aufweichungen vorzunehmen. Vielen Dank.
Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ appelliert an die ÖVP-Abgeordneten, sie sollen beweisen, dass ihnen die Gesundheit des Landes etwas wert ist. Der Entschließungsantrag, der soeben eingebracht wurde, ist genügend unterstützt und steht daher mit in Verhandlung.